Ich habe über die letzten Jahre ungefähr 300 Sachbücher gelesen. Und dabei habe ich immer wieder festgestellt, dass es erhebliche Unterschiede in der Qualität dieser Bücher gibt. Bei sehr, sehr vielen hatte ich nämlich das Gefühl, dass diese einfach nur Botschaften wiederholen, die man bereits in anderen Büchern findet. Oder sie hatten tatsächlich neue, innovative Denkanstöße. Diese haben sich aber über 300 Seiten erstreckt, obwohl die Kernbotschaft sich vielleicht auf 10 Seiten hätte zusammenfassen lassen. Ich würde also von mir behaupten, dass ich ganz guten Überblick darüber habe, welche Bücher tatsächlich ein Leben verändern können und welche nicht. Und damit ihr genau diese Bücher lesen könnt, kommen hier meine Top-Buchempfehlungen für 2024. Ich habe versucht, aus allen möglichen Lebensbereichen wirklich gute Bücher zu finden. Entsprechend habe ich auch einzelne Kategorien erstellt, die ihr auch als Timestamps findet. Starten möchte ich mal mit meiner absoluten Lieblingskategorie und mit der Kategorie, wo es am meisten Bullshit-Bücher gibt, und zwar Produktivität und Routinen. Meine absolute Nummer 1 in diesem Bereich ist das Buch Atomic Habits, zu Deutsch auch die 1%-Methode. Ich glaube, das hat mittlerweile jeder schon mal in der Buchhandlung irgendwo gesehen oder auf Amazon, denn es ist eigentlich in allen Hitlisten auf Platz Nummer 1. Und normalerweise hat das nicht so viel zu sagen, denn viele Leute können ein Buch toll finden und trotzdem kann es absolut keine Botschaften enthalten, aber dieses Buch ist wirklich, wirklich gut. Es beschreibt nämlich sehr eingänglich, wie man tatsächlich eine gute Routine aufbauen und wie man eine schlechte Routine abbauen kann. Beides sind meiner Meinung nach Prozesse, die man angehen muss, wenn man wirklich irgendwas in seinem Leben verändern möchte. Und dieses Buch gibt eben tatsächlich praktische Tipps. Denn bei anderen Büchern hatte ich häufig das Gefühl, dass es einfach alles sehr an der Oberfläche bleibt, beziehungsweise grob erklärt wird, wie eine Routine entsteht. Aber in diesem Buch wird nicht nur die Theorie genau erklärt, sondern man findet dort eben auch praktische Umsetzungstipps aus dem Alltag. Als nächstes kommt ein Buch, was meiner Meinung nach ein absolutes Basic ist, was jeder mal gelesen haben sollte, zumal alle weiteren Bücher aus dieser Kategorie häufig einfach nur dieses Buch zitieren, und zwar Deep Work von Cal Newport. In dem Buch geht es ganz simpel einfach darum, wie man lernt, konzentriert zu arbeiten. Das heißt, wie man Ablenkungen aus dem Weg geht, warum wir uns überhaupt ablenken lassen, was es für praktische Tipps gibt, um das zu vermeiden, wie man seinen Fokus erhöhen kann, wie man in kürzerer Zeit mehr Dinge erledigen kann, wie man seinen Arbeitsplatz sinnvoll gestalten kann. Dieses Buch ist meiner Meinung nach wirklich in jeder Lebenslage, sei das in der Schule, im Studium oder auch später im Berufsleben, irgendwie relevant, und deswegen kann ich auch das guten Gewissens empfehlen. Gehen wir mal rüber zur Kategorie Gesundheit und starten möchte ich da mit dem Buch Why We Sleep. Wie der Titel schon sagt, geht es da vor allen Dingen um das Thema Schlaf und Schlafgewohnheiten. Ich habe das Gefühl, dass wir im Alltag generell das ganze Thema so ein bisschen umgehen und uns nicht so wirklich damit beschäftigen, weil wir immer denken, dass das halt so automatisch läuft, weil wir automatisch irgendwann mal einschlafen. Tatsächlich hat der Schlaf, wann wir einschlafen, wie wir schlafen, was wir träumen und so weiter, einen extremen Einfluss auf unseren restlichen Tag. Ich meine, ich glaube, wir haben das alle schon mal erlebt. Wenn wir eine Nacht lang gar nicht geschlafen haben, sind wir am nächsten Tag komplett gerädert und schaffen gar nichts. Entsprechend sollte sich jeder damit mal beschäftigen, insbesondere wenn er oder sie vielleicht sogar Schlafprobleme hat, vielleicht nicht einschlafen kann oder. Und dieses Buch geht eben sehr wissenschaftlich an das Thema ran. Ich studiere selber auch Psychologie, wir haben uns auch schon intensiv über das Thema Schlaf unterhalten und trotzdem habe ich immer noch neue Sachen dazugelernt. Das Ganze wird einfach erklärt, verständlich erklärt und bietet eben auch praktische Tipps, die man direkt in seinen Schlaf integrieren kann. Das nächste Buch geht so ein bisschen in Richtung Ernährung und auch Produktivität, also wie unsere Ernährung einen Einfluss auf unseren Alltag hat, warum wir zum Beispiel manchmal Heißhungerattacken haben oder warum wir uns nach bestimmten Nahrungsmitteln irgendwie träge fühlen, warum wir sowas wie ein Nachmittagstief haben, wie Koffein auf unseren Körper wirkt und so weiter. All das wird in dem Buch sehr eingänglich beschrieben. Auch zu diesem Buch gibt es zahlreiche Kopien, aber meiner Meinung nach ist das das Beste aus der Kategorie. In eine sehr ähnliche Richtung, aber mit einem etwas anderen Fokus, geht das Buch Your Brain on Food. In diesem Buch liegt der Fokus aber nicht so unbedingt auf unserem Alltag bzw. auf unsere Produktivität gemessen an der Ernährung, die wir führen, sondern mehr so um unsere mentale Gesundheit und wie unsere mentale Gesundheit mit Essen zusammenhängt. Ich möchte da noch nicht so viel zu verraten, aber tatsächlich hängen halt einfach gewisse psychische Erkrankungen oder auch vielleicht Mängel, die wir haben in unserem Körper, eben mit unserer Ernährung zusammen. Das Buch fand ich unfassbar spannend, insbesondere für all die Leute, die sich einfach so ein bisschen dafür interessieren, was man mit Ernährung tatsächlich in seinem Leben alles so verbessern kann, wie man seine eigene Stimmung anheben kann. Große, große Empfehlungen habe ich auch erst vor ein paar Monaten gelesen und lest es einfach. An der Stelle dürft ihr, by the way, auch mal eure Buchempfehlungen in die Kommentare schreiben. Ich möchte von euch mal lesen, was wirklich Bücher sind, die euer Leben verändert haben oder die ihr einfach unfassbar gut fandet. Und dann kann vielleicht andere von euren Empfehlungen auch lernen. Nächste Kategorie sind Beziehungen. Auch etwas, mit dem sich jeder von uns irgendwie mal beschäftigen muss. Ich meine damit jetzt nicht nur romantische Beziehungen, sondern zum Beispiel auch Beziehungen zu Freunden, Beziehungen zu Eltern, generell Beziehungen zu Mitmenschen. Und das erste Buch, was ich euch da sehr empfehlen kann, ist das Buch Attached. Das habe ich im Rahmen meines Studiums gelesen und empfehle seitdem einfach, glaube ich, absolut jedem. Da geht es einfach darum, wie unsere Beziehung in der frühen Kindheit, besonders die Beziehungen zu unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen,
unsere Beziehungen im Erwachsenenalter prägen. In dem Buch werden dann eben auch verschiedene Bindungsstile dargelegt, in die sich Menschen so grob kategorisieren lassen. In dem Buch wird dann auch ein bisschen ersichtlich, warum gewisse Beziehungen zwischen zwei Menschen einfach nicht wirklich funktionieren können. Entsprechend ist es auf einer psychologischen Ebene erstmal sehr interessant, das generell zu verstehen. Ich finde, es kann aber generell auch helfen, seine eigenen Beziehungen einfach zu verbessern und einfach besser zu durchdringen. Das zweite Buch aus dieser Kategorie ist ein bisschen weniger wissenschaftlich, aber trotzdem meiner Meinung nach sehr gut, weil man einfach sehr vieles davon, sehr viele Phänomene, die da beschrieben werden, wirklich im Alltag erkennen kann. Und zwar The Five Love Languages. Ich glaube, da hat jeder bestimmt schon mal auf TikTok irgendwas von gehört, so diese fünf Sprachen der Liebe. Aber tatsächlich kennen die wenigsten davon wirklich das Buch. Und in diesem Buch werden eben die fünf verschiedenen Wege aufgezählt, wie Menschen eben Liebe geben, Liebe zeigen und eben auch Liebe gezeigt bekommen wollen. Denn wir sind da alle nun mal sehr unterschiedlich. Manche Menschen zeigen eben gerne ihre eigene Zuneigung, indem sie ihre Mitmenschen berühren und wollen dann eben selber auch berührt werden. Manche drücken das aber vielleicht eher durch gemeinsame Zeit aus oder durch Geschenke und so weiter. Und ja, ich finde, das Buch kann einem eben sehr helfen, seine Mitmenschen auch in der Hinsicht vielleicht ein bisschen besser zu kategorisieren und eben auf deren Bedürfnisse etwas besser einzugehen. Wir kommen zur Kategorie Mental Health. Ich habe euch da zwei Bücher mitgebracht. Das erste ist Why Has Nobody Told Me This Before? Da werden eben verschiedene Therapietechniken aus tatsächlichen Psychotherapien auf das echte Leben übertragen, sodass man eben diese Techniken versuchen kann, für sich selber anzuwenden, wenn man zum Beispiel mal eine Down-Phase hat oder wenn man zum Beispiel mal eine Phase hat, in der man Streit mit seinem Partner hat. Wenn man sich irgendwie in so einem Loch befindet und nicht weiß, wie man sich selbst daraus befreien kann, dann gibt es eben verschiedene Techniken, die dann eben in einer tatsächlichen Psychotherapie angewandt werden würden, die ihr eben aber euch aus diesem Buch so ein bisschen selber ableiten könnt. Und das finde ich ist ein generell sehr schöner Ansatz. Da sind meiner Meinung nach sehr schöne Denkanstöße drin. Und deswegen ist das eine absolute Leseempfehlung. Und das zweite Buch ist Maybe You Should Talk to Someone. Das ist ein fiktionales Buch, was von einer Psychotherapeutin handelt, die dann eben selber in eine Psychotherapie geht, die dann einfach sehr, sehr viele Erkenntnisse über ihr eigenes Leben erlangt und vor allen Dingen auch darüber erlangt, wie Psychotherapie eigentlich wirklich funktioniert. Das heißt, für jeden, den das irgendwie interessiert, was eine Psychotherapie kann und was sie nicht kann, wo sie helfen kann und wo sie auch nicht helfen kann, für den ist das Buch einfach perfekt. In der Kategorie Kommunikation habe ich euch nur ein Buch mitgebracht, das ist meiner Meinung nach aber das allerbeste. Und zwar How to Talk to Anyone. Jeder, der irgendwie häufiger mal das Problem hat, mit Leuten zu sprechen und irgendwie Smalltalk awkward findet oder nicht so wirklich weiß, wie er oder sie Personen vielleicht richtig anspricht, sollte dieses Buch lesen. Denn dort gibt es auch einfach generell sehr praktische Tipps, wie man tatsächlich mit zum Beispiel seinem Gesichtsausdruck eine Unterhaltung deutlich verbessern kann. Oder wie man in einer Unterhaltung vielleicht deutlich selbstbewusster rüberkommen kann. Was ein Lächeln an der richtigen Stelle und mit dem richtigen Blickkontakt alles bewirken kann. Ich liebe das Buch, ich finde es wirklich sehr gut geschrieben, sehr praktisch und kann es an dieser Stelle nur empfehlen. Meine letzte Kategorie ist die Kategorie Fiktion, denn ich wollte euch trotzdem noch ein Buch mitbringen, was nicht unbedingt ein Sachbuch ist, was meiner Meinung nach aber trotzdem sehr tolle Botschaften enthält und was trotzdem irgendwo das eigene Leben oder zumindest die eigene Denkweise verändern kann. Und zwar ist das Der Alchemist. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Da geht es um einen Jungen, der eben einen Schatz finden möchte und sich dann eben auf den Weg macht, um diesen Schatz zu finden und dabei natürlich verschiedene Hürden eben bewältigen muss und dann eben auf diesem Weg natürlich auch sehr, sehr viele Erkenntnisse sammelt und vielleicht auch am Ende feststellt, dass dieser Schatz gar nicht mal unbedingt das wahre Ziel in seinem Leben war. Da gibt es wirklich, wirklich tolle Metaphern für das ganze Leben. Meiner Meinung nach kann man das und sollte man das auch in jedem Alter lesen. Entsprechend liest Der Alchemist. Ja. Und das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.